Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Heute klingelte der Postbote und er brachte mir die Lok BR152, die ich bei Ulis Modellbahnshop gekauft habe, und überreichte mir sie. Das ist eine analoge Lok und deshalb war die in meinen Augen relativ günstig und ich baue ja gern um. Dann habe ich also zugeschlagen. Ich hole sie gerade mal aus der Verpackung. Und wenn man das mal so von unten betrachtet, also wirklich gefahren ist die nicht. Dann werde ich mal die Lok auseinandernehmen und mal schauen, wie ich die digitalisiere. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr bei diesem Umbau auch wieder gerne dabei sein und mir über die Schulter schauen. Ich würde mich freuen. Ich habe hier eine Schraube, die ich rausschrauben muss. Und ich habe hier eine Schraube, die wird genauso entfernt. Dann kann ich die Gehäusegeschichte abnehmen. Zum Vorschein kommt ein Trommelkollektor-Motor, ein Umschaltrelais, eine Vorschaltelektronik und zwei Glühlämpchen mit Schraubsockel. Das wird natürlich alles ausgebaut, da ich ja diese Geschichte hier nicht mehr benötige. Da muss auch ich mal schauen, wie das rausgeht. Einmal hier die analoge Geschichte und dann jetzt hier der Motor. Das sind die zwei Schrauben. Eine kleine Schraube, eine große Gehäuseschraube. Das analoge Antriebsset wird ausgebaut. Das werde ich nicht mehr verwenden. Jetzt wird hier die Sache digital. Das kommt in eine Schütte. Und dieses hier, das ist ja einwandfrei zwar, aber ihr kennt mich, ich werde dieses Antriebsgestell in ein Bad schicken und es reinigen, neu einölen, dann bin ich auf der sicheren Seite, dass dieses Antriebsdrehgestell mir Freude bereitet. Das erspare ich euch aber heute wieder. Wir sehen uns, wenn das umgebaut ist und gereinigt. Bei diesem Umbau ist nochmal darauf zu achten, ich habe das ja schon mal angesprochen, bitte immer die Zähne zählen. Normalerweise ist bei einem Trommelkollektor nichts falsch zu machen, aber ich empfehle generell immer diese
Zähne hier vorne zählen. Es sind bei mir hier jetzt auch 7. Ich werde jetzt hier diesen Anker einbringen. Ich werde den Magneten erst einbringen. Den Magneten richtig einsetzen. Der hat hier eine Aussparung. Und hier ist im Gegensatz eine Wulst. Also hier im Prinzip das Ganze so aufsetzen. Dann den Motor hier einsetzen. Zuvor natürlich die Lager etwas ölen, aber das versteht sich ja von selbst. Ich bringe das hier rein, dann bringe ich das Motorschild hier. Ich drehe das jetzt ein wenig durch und sehe, es läuft, also es bleibt nirgends hängen. Diese Drossel werde ich herausnehmen. Beim Einsetzen der Kohlen ist darauf zu achten, dass dieser Halbmond hier seinen Platz findet. Das heißt, meine Einkerbung muss nach oben bzw. schräg stehen, sodass hier diese Halteklammer einfahren kann in diese Kohle. Diese Halteklammer muss hier rein. Das heißt, die Kohle als solches muss immer so stehen, dass ich nachher auch meine Klammer einsetzen kann hier. Das ist ja das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ich habe ja auf der anderen Seite der Kohle einen Halbmond, die hier um diesen Kollektor herum anliegt. Jetzt kann ich den Motor mal drehen und ich kann den Motor mit Hilfe meines regelbaren Netzteiles mit Strom beaufschlagen. Das kennt ihr ja, ich mache das generell. Und zwar einmal, um zu sehen, geht die ganze Geschichte. Und das Zweite, was ich ja wissen möchte, der Motor läuft und was für eine Stromaufnahme habe ich ungefähr bei 8 Volt und das sind hier 140 mA. Das heißt, dieser Motor braucht fast keinen Strom. Das dankt mir natürlich mein Decoder nachher. Auch hier bitte nur einen kleinen Tropfen von einem speziellen, nicht harzenden Öl. Ich mache hier etwas drauf. Und ich habe ja, wie gesagt, beim Einsetzen schon von der vorderen Seite einen Tropfen draufgesetzt. Und die mich jetzt schon länger kennen, wissen jetzt, was passiert. Ja, dieser Motor darf jetzt eine halbe Stunde in die eine Richtung laufen und eine halbe Stunde in die andere Richtung. Dann ist der Motor eingelaufen. Das wissen eigentlich diejenigen, die schon öfters bei mir einen Umbau gesehen haben.
Dieses Geräusch wird jetzt eine halbe Stunde links und eine halbe Stunde rechts herumgehen. Tja, und hier haben wir ein Problem. Ihr seht, wenn ich die jetzt so aneinander bringe, der ist zu dick vom 5-Pol-Motor. Es bleibt mir nichts anderes übrig, wie diese Spule hier. Die werde ich jetzt entfernen. Dann werde ich hier diesen Körper durchsägen und werde da mal versuchen, Magnete einzubringen und baue mir einfach einen eigenen Hammomagneten. Den habe ich nämlich jetzt momentan nicht da. Und es ist Samstag. Ich möchte das aber fertig bekommen. Also baue ich mir einfach einen Hammomagneten. So einfach ist das. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Spule abgewickelt. Das Kunststoff hier entfernt. Und so habe ich jetzt diesen Körper so, wie ich ihn brauche. Ich werde ihn jetzt einspannen, hier durchtrennen und dann hier starke Magnete einbringen, Neodym-Magnete. Das sollte dann nachher hier diesen Magneten ersetzen, weil nichts anderes macht ja auch dieser Kern hier. Ich habe hier ja auch einen Magneten eingesetzt. Und das gleiche werde ich jetzt hier machen. Ich werde auch hier durchtrennen und mir dann einen Magneten einsetzen. Das werde ich jetzt tun. Mein selber gebauter Hammomagnet ist jetzt fertig. Ich habe hier einen Magneten mit Stabilit Express in diese Metallplatten eingebracht. Und jetzt kann ich den Motor zusammenbauen. Und ihr seht, mein selbstgebauter Hammomagnet funktioniert. Ich habe hier jetzt 180 mA. Vorher hatte ich 140. Also der Motor mit 5-Pol-Hochleistung läuft dementsprechend mit weniger Ampere. So. Aber auch dieser Motor darf jetzt mal eine halbe Stunde auf die eine Richtung und eine halbe Stunde auf die andere Richtung drehen. Dann kann ich ihn einbauen. Ich habe hier ja eine Schraubbirne. Diese Schraubbirne schraube ich heraus. Dann fällt schon hier die Masse weg. Dann kann ich hier den Plus
hochheben, drehen und herausnehmen. Jetzt habe ich die Halterung frei. Jetzt kann ich eine Leuchtdiode nehmen. Ich nehme hier eine 5 mm Leuchtdiode und bringe die einfach hier ein. Das Plus mache ich in die lange Schiene. Dann drücke ich das Ganze hier herein und schon habe ich eine LED-Beleuchtung für diese Lok umgebaut. Das ist auch nicht größer wie hier dieses Lämpchen. Also würde das hier passen. Jetzt kann ich das Ganze mal noch verlöten. Leider passt das Gehäuse doch nicht ganz drauf. Ich muss hier diesen Rand mit dem hier, dieser Rand, der muss mit dem Dremel abgeschliffen werden. Das muss ich einfach machen, dann kommt die Lampe besser rein. Und dann habe ich hier mehr Platz. Das schleife ich jetzt ab. Der Motor ist jetzt eingebaut. Auch habe ich schon die Plusverbindung und auch das weiße Kabel für vorn verlegt. Jetzt wird hier der Decoder noch aufgebracht. Dazu nehme ich hier ein doppelseitiges Klebeband und bringe das hier auf. Dann kann ich den Lokpilot 3 hier aufbringen. Die Verkabelung ist abgeschlossen. Ich habe hier den Decoder auf das Chassis geklebt, habe hier dann die Kabel in Schrumpfschlauch sauber verlegt, sodass sie hier nicht in das bewegliche Teil hier kommen können. Diese Fahrgestelle sind ja beweglich, deshalb habe ich die hier oben etwas abgespannt. Hier habe ich den 1 Kilo Ohm Vorwiderstand eingesetzt, genauso wie hier. Das blaue Kabel ist das Plus, das weiße ist das Beleuchtungskabel für die Frontbeleuchtung in Fahrtrichtung. Hier habe ich das gelbe Kabel läuft hier runter für die Heckbeleuchtung. Das rote Kabel ist für die Spannungsversorgung des Decoders, genauso wie das schwarze Kabel hier die Masse für den Decoder darstellt. Hier habe ich das orangene Kabel für den Motor und hier dann noch das graue Kabel auch für den Motor. Das Ganze habe ich, wie gesagt, in Schrumpfschlauch gepackt und so sieht die Sache natürlich recht aufgeräumt aus. Und ich kann jetzt das Fahrgestell mal auf mein Testgleis stellen, um zu kontrollieren, ob auch die Beleuchtung richtig herum angeschlossen ist. Die Lok steht jetzt auf meinem Testgleis. Ich lasse sie mal fahren, vorwärts. Rückwärts. Ich schalte die Beleuchtung ein und ich hatte Glück. Rückwärts. Vorwärts. Dann kann ich jetzt das Gehäuse aufsetzen. Wie ihr seht, ist auch dieser Umbau geglückt. Das Licht ist sehr schön, strahlt sauber. Gut, die Laufeigenschaften sind natürlich nicht so wie bei einem 5-Pol-Motor. Aber ich bin mit dem Umbau so zufrieden. Bei diesem Umbau habe ich mal gezeigt, wie man aus einer Feldspule einen Hamo-Magneten machen kann, indem man die Spule abwickelt, das Ganze in einen Schraubstock einspannt, dann hinten ein Stück heraustrennt,
zwei gute oder einen guten Magneten einsetzt, das Ganze dann verklebt. Da gibt es verschiedene Kleber. Ich nehme immer gern Stabilit Express. Der hält dann das ganze Ding zusammen. Ich lasse es im Schraubstock trocknen und nehme dann das Ganze wieder heraus. Dadurch ist natürlich auch die Form gegeben und ich muss nachher keine Angst haben, dass das nicht mehr in den Motor passt. Dann habe ich einen relativ günstigen Hamo-Magneten hergestellt und brauche in dem Fall nur noch einen Decoder. Und das wollte ich jetzt hier mal bei diesem Umbau zeigen. Auch eine andere Art, günstig eine Lok zu digitalisieren. Und wie ihr seht, es geht ja. Wenn ich jetzt noch die Parameter einstelle, dann läuft die Lok wirklich gut. Das habe ich ja schon des Öfteren gemacht auf diese Art. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, auch bei diesem Umbau mir zuzuschauen. Und ich würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen beim nächsten Video. Euer Grubi 1960.